Nein. Wieder zusammengebrochen, leider. Sorry. Und jetzt läuft es wieder. Und jetzt läuft es wieder. Stabil? Ja. Wir legen los. Ich stehe hier vor dem VS-Tagsfest. Wir sollen laufen? Zum Zaun. Okay. Wir stehen im Weg. Also, jetzt geht's wirklich los, ne? Also, ich stehe hier vom Volkshochschultag fest mit Peter aus Leipzig. Leipzig, genau, ne? Ich habe schon gehört, dass ich heute irgendwie einen ziemlichen Fauxpas begangen habe, dass ich erzählt habe, ich hätte das Rezept für die karamellisierten Walnüsse aus dem Internet geholt. Was war daran so schlimm? Nein, nein, das war nicht schlimm. Das war nur, es wurde mir von allen Seiten zugetragen, dass ich das angeblich nicht gut finde. Aber meine Kursleiter machen das ja in Leipzig auch, dass ich die Rezepte natürlich aus dem Netz suche. Warum auch nicht? Also das kann man ja machen. Aber gemeinsam kochen macht dann trotzdem mehr Spaß. Ich koche auch gern gemeinsam. Ich habe da auch gerade mit jemandem gemeinsam gekocht. Das ist doch gut, dann ist doch alles prima. Wenn die karamellisierten Walnüsse gelungen sind, ist es doch alles prima. Sie waren dann doch ein bisschen schwarz, weil ich dann am Laptop hängen geblieben bin. Ah ja, dann vielleicht doch das nächste Mal mit einem Kursleiter, der einem auf die Füße haut und sagt, die müssen raus, die müssen raus, die müssen raus. Ja, genau. Und was hat dir denn am Tag heute gut gefallen? Also ich fand insgesamt die ganze Stimmung gut, die Messe ist unten sehr schön. Ich fand sehr großartig die Eröffnungsrede von unserem Bundespräsidenten, Herrn Gauck. Ich war danach in dem Forum Smart Cities, das war auch recht interessant. Ja, und natürlich alle Leute wieder treffen, ist immer wieder schön. Ist ein großes Familientreffen auch irgendwie. Ist wieder ein schönes, großes Familientreffen, obwohl ich schon wirklich sagen muss, Barcamp war noch enger und noch mehr kooperativ und kollaborativ. Also das war noch mehr, hier ist mehr Zuhören und ja, Leute nett. Ja, die Tagungsform meinst genau. Du jetzt, ne? Wir hätten eher eine Flip-Tagung machen müssen, oder? Eine Flip-Tagung, ja. Und Leute, ihr müsst mehr twittern. Es passiert so wenig auf Twitter. Ja, das stimmt. Ich habe auch wenig über Twitter von den anderen Foren und so inhaltlich mitbekommen. Finde ich auch schade. Und heute Abend hier, wie findest du das? Es ist sehr schön. Es sind erstaunlich wenig Leute oder der Raum ist zu groß, dass es sich nicht füllt. Das kommt noch. Ja, hoffe ich. Also, weil ich war jetzt gerade in einem kleinen Saal, da war fast nichts los, obwohl die gute Musik gemacht haben, aber keiner da. War ein bisschen schade. Die erste Band ist leider komplett untergegangen. Da haben alle gegessen. Es war auch ein bisschen schade. Aber sonst jetzt der Chor war ganz hübsch. Ich glaube, das kommt noch. Die stehen noch hier draußen und wenn die Bar hier draußen schließt, dann gehen die alle nach drin. Macht die irgendwann zu, ja? Vielleicht sollten wir ihnen das vorschlagen. 22 Uhr oder so und dann geht die große Party los. Sehr gut. Okay, Peter, vielen Dank. Bitte, gern.